Willkommen zurück zu League of Legends. Ich befinde mich erneut auf dem PBE-Server und stelle euch heute Super Galaxy Rumble vor. Ein neuer Skin für Rumble, der momentan auf den PBE-Servern vorhanden ist und es irgendwann auch hoffentlich auf die Live-Server schaffen wird. Ich würde sagen, ich zeige euch diesmal zuerst die Emotes und dann kommen wir zu den Spells. Nothing can stop me. Not even a wall of tigers with smaller tigers for teeth. So, das waren einmal die Emotes und dann kommen wir auch direkt zum ersten Spell, nämlich dem Flamespitter. Ja, wir machen unseren kleinen Flammenwerfer an. Sieht optisch unglaublich geil aus. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Also die haben ja damals so ein bisschen schon vor einigen Patches diesen Flamespitter überarbeitet visuell und jetzt mit dem Skin sieht er noch um einiges geiler aus. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Kommen wir zum zweiten Spell, nämlich dem Scrap Shield. Wenn wir das aktivieren, ja, kriegen wir so eine rote Hülle, die so ein paar ja, wie nennt man die, Octagons um einen rum hat. Finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Also hier so Sechsecke sind da noch abgebildet. Finde ich eigentlich ganz cool. Und passt auf jeden Fall sehr, sehr schön zu dem Skin, muss ich sagen. Kommen wir zum dritten Spell, die Electro Harpoons. Der Name passt nicht ganz, denn mit dem Super Galaxy Rumble feuern wir hier kleine Mini-Raketen ab. Und ja, sehen auch sehr, sehr cool aus, haben auch natürlich einen Detonationseffekt. Ich werde das Ganze noch einmal gleich benutzen. Zack, also man sieht schon, sieht ganz cool aus. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal eben die Fähigkeiten mit Overheat. Das heißt, das sind einmal die Raketen, zack, man sieht schon, es sind dicke Raketen. Das Shield hat noch einen blauen Schweif drumherum. Und zu guter Letzt der Flammenwerfer, der noch auch so eine, ja, so eine blaue Flamme, ja, kann man sagen, wie von so einem Bunsenbrenner, ja, mit sich bringt. Finde ich eigentlich ganz cool, dass diese Overheating-Abilities dann nochmal zusätzliche Effekte haben. Also passt wirklich sehr, sehr geil zu dem Skin einfach und haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Wir können ja nochmal diesen Flammenwerfer anmachen, der sah ja wirklich super geil aus. Unglaublich schön gemacht. Und ja, zu guter Letzt fehlt natürlich noch der Equalizer. Den können wir hier einmal nochmal benutzen. Ah, wo ist der kleine Nasus denn jetzt hingerannt? Ah, der ist in der Base. Okay, das ist aber gar nicht das Problem. Wir warten mal noch auf die nächste Minion Wave, würde ich sagen. Und dann feuern wir unseren Equalizer da mal volle Kanne rein. Denn auch der hat sich natürlich visuell ein bisschen geändert. So, natürlich ziehen wir den immer noch. Und dann zack, kommen die Raketen. Und hier so eine kleine, so ein kleiner Spalt mit Lava, kann man sagen, oder mit Feuer. Sieht unglaublich gut aus, muss ich sagen. Also der Skin ist wirklich erste Sahne, gefällt mir unglaublich gut. Und ja, zu guter Letzt würde ich sagen, zeige ich euch noch den Recall, denn auch der sieht natürlich unglaublich knorke aus. Ja, das war's mit Super Galaxy Rumble. Ein ja, sehr schöner Skin. Ich denke mal, es wird auch ein Legendary Skin sein. Ich konnte den Preis jetzt noch nicht so richtig erkennen auf dem PBE-Server. Aber es sieht schon sehr nach einem Legendary Skin aus. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr vom Skin haltet. Ich finde ihn unglaublich geil. Also für jeden Rumble-Spieler, kauft euch unbedingt den Skin. Er ist einfach super genial. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.